Bevor das Licht der Götter die Welt erhellte, herrschte Finsternis und sie wurde von Titanen beherrscht. Nach einem gewaltigen Krieg riss Zeus den Himmel an sich und schickte die Titanen ins Exil. Für alle Ewigkeit sollten sie eingesperrt sein. Die Länder wurden gereinigt und die Sterblichen gediehen. Doch Überheblichkeit kommt oft vor dem Fall. Und Gewalt kann selbst das Gefängnis eines Gottes öffnen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Titan Quest in der Anniversary Edition mit allen Erweiterungen, die es so gibt. Ich hatte ursprünglich vor, das normale Titan Quest zu spielen mit der Standarderweiterung Immortal Thrones. Das habe ich ja noch als Disc-Version hier. Aber dann habe ich halt gesehen, wie viele Erweiterungen es jetzt mittlerweile gibt. Und das Spiel wurde ja, ich weiß gar nicht wann das, vor ein paar Jahren halt in der Anniversary Edition nochmal rausgebracht mit ein paar Verbesserungen, ja, grafikmäßig und auch inhaltlich. Und die Erweiterung kenne ich allesamt gar nicht. Also ich habe damals das originale Titan Quest mit Immortal Thrones mehrere Male durchgespielt. Ja, das habe ich auch echt gerne gespielt. Aber wie gesagt, die neuen Erweiterungen habe ich weder gespielt noch mir Videos von angeguckt. Ich wollte mich da nicht spoilern lassen, weil ich habe vor, mit euch hier gemeinsam, ja, das wird ein Mammutprojekt werden, gebe ich zu. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Über 100 Folgen vermute ich mal, keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr seid mit dabei, ihr habt Bock. Weil ich habe auf jeden Fall Bock. So, ich habe hier mal kurz reingespielt, wegen Einstellung anpassen, hast du nicht gesehen, ne? Also Solo hier, mein Solo-Charakter, den ich zum privaten Zocken nehme. Und ja, wir erstellen einen neuen Krieger. Natürlich Unikonoko, wie soll es anders sein? Farbe der Tunika lasse ich mal weiß. Können wir im Verlauf des Spiels sowieso ändern. Dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeiten, ja, männlich-weiblich ist klar, brauche ich nicht erklären. Wohlbekannter Held. Du erschaffst einen Helden, der in Bezug auf Stufe und Reichtum für die Abenteuer im Norden bereit ist. Die Reise beginnt am Anfang des Ragnarök-DLCs. Oder legendärer Held. Du erschaffst einen Helden, der in Bezug auf Stufe und Reichtum für die Abenteuer im Osten auf Schwierigkeit legendär bereit ist. Diese Reise beginnt am Anfang von Eternal Embers. Gut, wundert euch nicht, dass hier jetzt übrigens Eternal Embers steht. Man kann das einstellen, welches Startmenü man haben will. Aber ich spiele das hier auf einem Ultra-Wide-Monitor. Für euch ist das Full HD. Weil es hier jetzt bei mir auf dem Monitor gestreckt wird. Und wenn ich ein anderes Hintergrundbild wählen würde, wäre das hier ungefähr bei mir links und rechts abgeschnitten. Sieht ein bisschen kacke aus, weil das originale Titan Quest hat ja damals noch gar kein Ultra-Wide unterstützt, ne? So, genug der Worte, würde ich mal sagen. Einzelspieler ist klar, mehr Spieler mache ich nicht. Und Schwierigkeitsgrad können wir erst ändern, wenn wir das Spiel einmal durch haben. Also, erstellen. Habe einen Namen auch richtig eingegeben, jawohl. Das ist mir nämlich damals tatsächlich auch schon mal passiert. Schreibfehler im Namen und erst auf Stufe 20 bemerkt. Schönen Dank. So, gut, dann starten wir mal und ich wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Intro, was jetzt noch kommt. Eines Tages wird die Sonne sich verdunkeln
und einen Schatten auf die ganze Erde werfen. Tempel, die schon ewig stehen, werden zerstört werden. Der Himmel wird verschwinden und die Götter werden auf die Erde stürzen. Eines Tages werden die Schwachen die Macht über die Starken erlangen. Die Poeten werden ihren Gesang einstellen und stattdessen das Schwert in die Hand nehmen. In solch finsteren Zeiten werden die stärksten aller Helden geboren. Ja, das ist das Stichwort. So, da sind wir. Noch relativ spärlich bekleidet auf der Straße nach Helos. Erstmal ein bisschen rauszoomen hier. Für alle, die die Anniversary Edition noch gar nicht kennen, ja, es gibt beim User Interface ein paar Veränderungen. Ihr seht das schon. Leben und Mana sind jetzt hier unten, nicht mehr hier oben. Und dafür sind die ganzen Zugriffsbuttons von hier unten nach hier oben gewandert. Außerdem Stadtportal-Knopf ist jetzt hier, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, ich hätte den hier unten in der Leiste gelassen, aber okay, wollen wir uns mal nicht beklagen. Ja, Minimap ist klar und ihr kennt das noch aus meinem Grim Dawn Let's Play. Wer mir schon länger zuschaut, ich werde hier alles erkunden, immer schön alles ablaufen, um die Karte größtmöglich aufzudecken. Ne? Diese Texte hier, Tutorial lasse ich übrigens an, werde ich vorlesen und nicht vertonte Texte sowieso. Gut, mit Personen sprechen. Klicken Sie auf Personen mit Symbolen über den Köpfen, um mit ihnen zu interagieren. Ja, Ausrufezeichen sind Hauptaufgabencharaktere und der hier hat halt allgemeine Informationen. Noch ein kleiner Hinweis zu meinem Spielstil. Normalerweise bin ich ja so der Krieger-Nahkampf-Typ, aber hier habe ich mir eine Challenge ausgedacht. Und zwar, ich werde das Spiel entscheiden lassen, welche Meisterschaft ich wähle. Ich habe mir das so überlegt. Der erste blaue Gegenstand, den ich finde, entscheidet darüber, welche Meisterschaft ich wähle. Wir werden jetzt hier in der ersten Folge noch keinen blauen Gegenstand finden, deshalb mache ich mir für die zweite Folge dann Gedanken darüber. Ich muss mal gucken, wie viele blaue Gegenstände es hier im Low-Level-Bereich gibt. Das weiß ich aus dem Kopf jetzt ehrlich gesagt nicht. Und grobes Beispiel, finden wir einen blauen Schild, werde ich Verteidigung, finden wir einen blauen Bogen, werde ich Waldläufer, finde ich einen blauen Feuerzauberstab, werde ich Feuermagier, sowas in der Richtung wird das dann wahrscheinlich sein. Und ich werde auch bis dahin keine Punkte ausgeben beim Level-Up. Ja, das wird schwer werden, auf jeden Fall. Aber ich habe mir gedacht, so peppe ich das Spiel noch so ein bisschen auf für euch und dann ist auch nicht von vornherein klar, welchen Weg wir einschlagen. Ne? Also so ein bisschen Überraschung hier mit drin. Du da, Soldat, wenn du gekommen bist, um nach Ruhe und Frieden zu suchen, dann wirst du sie hier in Helos nicht finden. Unser Dorf wird von Satyren und anderen wilden Bestien belagert. Die Hilfe deines Kampfarms wäre also sehr willkommen. Unsere Bauern kommen nicht auf ihre Felder und unsere Vorräte gehen zur Neige. Bitte folge der Straße zum Dorf und hilf, wo du kannst. Machen wir. Dafür sind wir hier, dafür sind wir geboren. Bewaffnet mit einem Dolch hier. Dich müssen die Götter geschickt haben. Bitte, hier im Feld. Die werden mein Pferd umbringen. Ja, Hauptaufgabe aktualisiert. Ein Dorf hat Probleme. Aufgabenliste. In der Aufgabenliste finden Sie Ihre Aufgabenziele und andere Informationen. Tastenkürzel Q. Hauptaufgaben führen Sie durch die zentrale Geschichte von Titanquest. Nebenaufgaben sind kleinere und optionale Aufgaben. Wundert euch nicht, dass ich Titanquest sage. Ich habe schon immer Titanquest gesagt. Ich weiß, ich glaube eigentlich heißt das Titanquest, aber ja. So, Hauptaufgabe, Dorf hat Probleme, seltsame Wesen haben das Pferd eines armen Mannes umstellt. Es braucht ihre Hilfe, um es zu retten. Und warum liest du immer noch diesen Text, während das Pferd angegriffen wird? Ja, wir machen uns auf den Weg. Hier ist das Pferd. Satyren. So, da haben wir schon mal die ersten Gegenstände gefunden. Ja, eine Handaxt und einen lederüberzogenen Brustpanzer. Aber ich werde hier schnell noch die Karte aufdecken. Es soll, oder ich weiß zumindest, dass es hier am Anfang schon etwas gibt, was neu ist. Ich bin gespannt, inwiefern sie die alten Gebiete hier nochmal überarbeitet haben.
Du hast mein Pferd gerettet. Vielen Dank. Aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. An dieser Straße liegt mein Dorf, Helos. Es stehen Monster vor den Toren, auf den Feldern. Sie sind überall. Ja, sorry, ich habe jetzt hier mein Inventar gerade geöffnet. Karawanenfenster trifft jetzt hier nicht gerade zu. Benutzen Sie Karawanen, um zusätzlichen Besitz zu lagern. Sie können bei jedem Karawanentreiber auf Ihre Sachen zugreifen und die gibt es in fast allen größeren Städten. Klicken Sie auf Stauraum erweitern, um zusätzlichen Stauraum zu kaufen. Klicken Sie auf die Registerkarte Übergabe, um Gegenstände mit Ihren anderen Spielcharakteren zu teilen. Also im Grunde eine Charaktertruhe. So, ich rüste jetzt hier mal die Axt aus, die macht ein bisschen mehr Schaden. Und ich werde hier bei meinem Charakter sowieso darauf achten müssen, dass er nicht aus den Latschen kippt. Weil dadurch, dass wir keine Attributspunkte, Fähigkeitenpunkte verteilen, werde ich halt immer auf Level 1 Niveau bleiben. Ja, also die Gegner werden natürlich immer stärker im Verlauf des Abenteuers, aber ich nicht, bis ich den ersten blauen Gegenstand gefunden habe. So, da sind wir. Das Dorf Helos. Kommt schon einer angerannt. Hallo, ich bin Aeson, der Wachhauptmann dieses kleinen Dorfes. Wir halten durch, aber wofür? Wenn die Monster unsere Bauernhöfe vernichten, dann sind wir genauso am Ende. Es liegt an diesem verfluchten Schamanen. Diomedes rauft sich deswegen die Haare. Brunnen der Wiedergeburt. Brunnen der Wiedergeburt aktivieren sich, wenn sie sich ihnen das erste Mal nähern. Ja, so wie jetzt hier. Wenn sie ein gespeichertes Spiel laden oder sterben, dann setzen sie das Spiel immer an dem Brunnen fort, den sie zuletzt aktiviert hatten. Sie können einen zuvor aktivierten Brunnen auch manuell reaktivieren, indem sie auf ihn klicken. Alles klar. Das Wasser in diesen Brunnen ist von den Göttern gesegnet. Man sagt, wenn man das Wasser berührt, dann trinkt die Seele davon. Sollte dich im Kampf das dunkle Schicksal ereilen, dann kehrt dein Körper zu diesem Brunnen zurück und du lebst wieder, um erneut zu kämpfen. Gut, wissen wir alle, was damit gemeint ist. So, gucken wir hier noch. Hier ist ein Iolaos, Geschichtenerzähler. Diese Geschichtenerzähler finden wir übrigens auch in fast jeden Städten. Fast in allen Städten so. O Muse, inspiriere mich, damit ich vom mächtigsten Helden überhaupt sprechen kann. Dem Sohn von Zeus, einem Gott und einer sterblichen Frau. Vom Mann namens Herakles. Gehasst von der Göttin Hera und geliebt von Zeus, bekämpfte der starke Herakles die Monster. Er erschlug den nemeischen Löwen und Hydra, die Vielköpfige, das erymantische Wildschwein und donnernde Riesen. 12 Aufgaben musste er erledigen. Herakles wuchs über das Reich der Sterblichen hinaus. Einmal, so wird erzählt, nahm er den Platz von Atlas ein, der die Welt trägt. Herakles trug die Welt selbst auf seinen Schultern. Und jetzt, wo gibt es jetzt noch einen Helden, nur halb so groß wie ihn? Hey, er steht vor dir. Wir werden auf jeden Fall noch groß werden. So. Ja, immer schön hier alles aufdecken und erkunden. Da ist Diomedes. Erkennt man daran, dass er keine Haare mehr hat? Hallo, Fremder. Ich bin Diomedes, der Anführer dieses kleinen Dorfes. Stimmt es, dass du dir den Weg hierher erkämpft hast? Wenn das wahr ist, dann bitte ich dich, uns zu helfen. Monster, die von einem mächtigen Satyr-Schamanen angeführt werden, tauchten vor wenigen Tagen hier auf und haben uns von unseren Bauernhöfen vertrieben. Wir können die Dorftore kaum verteidigen und haben niemanden, der sie davon abhalten kann, unsere Ernte zu zerstören. Unser Ackerland liegt auf der anderen Flussseite, gleich hinter der Brücke. Der Schamane wurde zuletzt hinter den Höfen gesehen, am Rand des Heloswaldes. Bitte befreie uns von diesem schrecklichen Zauberer. Wir werden dir so viel geben, wie wir können. Ja, da sind wir natürlich dabei und helfen. Nein, da ist eine Fackel ins Wasser gefallen. Aber wir konnten sie aufheben. Ja, Fackel ist natürlich für uns jetzt hier eine relativ gute Waffe.
weil die zusätzlich noch Feuerschaden drauf hat. Bevor ich da oben weitergehe, werde ich den Rest des Dorfes hier noch schnell mit euch erkunden. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Handelsfenster. Unternehmer kaufen und verkaufen Waffen und Ausrüstungen, die für Abenteurer unabdingbar sind. Waffenschmiede, mit den Schwertern gekennzeichnet, verkaufen allgemeine Rüstungen und Waffen. Arkanisten, mit dem Buch gekennzeichnet, verkaufen Gegenstände für Anwender der Magie. Und Händler, mit dem Geldsack gekennzeichnet, verkaufen beides. So, wir werden auf jeden Fall Heiltränke brauchen. Tränke. Tränke füllen Gesundheit und Energie wieder auf. Um einen Trank zu benutzen, müssen Sie auf dessen Bild im Schnellauswahlplatz klicken oder die entsprechende Taste drücken. Tränke werden automatisch den letzten beiden Plätzen in der Schnellauswahl zugewiesen. Ja, ich habe das schon geändert, weil 1 und 2 für mich am schnellsten zu erreichen sind, als wenn ich hier hinten immer 0 und 9 drücken muss. Ja, jetzt hat er das Tutorial hier einmal. Ich war noch gar nicht fertig mit Lesen. Jedoch können Sie sie manuell auch anderen Schnellauswahlplätzen zuweisen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Platz klicken und den Trank aus der Liste auswählen. Namen von Gegenständen. Vergessen Sie nicht, die Alt-Taste zu benutzen, um die Namen aller Gegenstände auf dem Boden einblenden zu lassen, die den aktuellen Filterregeln entsprechen. Sie können auf den Namen eines Gegenstandes klicken, um ihn aufzuheben. Mit der Taste A können Sie alles Gold, alle Relikte und alle Tränke in Ihrer Nähe auf einmal einsammeln. Sehr schön. Auf Wiedersehen, mein Freund. Hier haben wir den Karawanentreiber. Sei gegrüßt, Reisender. Du kannst deine Sachen bei mir lagern. Ja. Das ist unser persönlicher Stauraum. Den können wir hier auch erweitern. Kostet natürlich Gold. Dann gibt es hier den Übergabebereich. Da habe ich schon so ein bisschen was eingelagert. Gegenstände übergeben. Gegenstände, die hier abgelegt werden, können von all ihren aktuellen Spielcharakteren genutzt werden. Um Gegenstände zu übergeben, brauchen sie diese nur im Übergabebereich abzulegen. Sobald sie einen anderen Charakter geladen haben, können Sie einen Karawanentreiber aufsuchen und die gewünschten Gegenstände abholen. Hinweis: Um Gegenstände mit anderen Spielern im Mehrspielermodus auszutauschen, müssen Sie stattdessen die Handelsfunktion nutzen. Und dann gibt es hier nochmal die Reliktkammer, die ist auch für alle Charaktere. Da werde ich dann wieder halt ja alles so einlagern, was ich eben an Relikten und Arkanformeln und sowas finde. Ne? Den Übergabebereich hatte ich eigentlich vorgesehen, für diesen Charakter hier zu nehmen, damit er ein bisschen bessere Chancen hat. Ne? Also hier so ein bisschen Gesundheitsregeneration und hier so ein Fernkampfstab mit Giftschaden. Ja, ich werde das aber wahrscheinlich lassen, weil ich ich möchte schon... Möge Hermes dich leiten! ...mit dem klarkommen, was ich hier finde. Ne? Also das wäre für mich... Es ist kein Schummeln, nein. Ich habe ja die Gegenstände schon erbeutet irgendwo, aber... Ich möchte halt wirklich nur mit dem klarkommen, was ich auf dieser Reise hier mit euch gemeinsam erspiele. Sei gegrüßt, Reisender. Wir brauchen deine Hilfe. Die Bauernhöfe sind auf der anderen Dorfseite, hinter der Brücke. Ja. Portale. Durch Portale können Sie schnell zu anderen Bereichen der Welt reisen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Portal, um die Portalkarte zu öffnen. Bislang haben Sie noch keine weiteren Portale entdeckt, zu denen Sie reisen könnten. Die Position aller Portale, die Sie entdecken werden, wird dann jeweils auf der Portalkarte angezeigt. Jetzt steht Ihnen der Portalstein zur Verfügung. Um Ihren Portalstein zu aktivieren, müssen Sie in der Bildschirmanzeige auf die entsprechende Schaltfläche klicken oder Tastenkürzel L. Ja, das ist dann der hier oben an der Karte. So. Diese Schreine sind sehr alt. So alt wie die Menschheit, sagen manche. Sie behaupten, dass Prometheus, der uns das Feuer brachte, sie ebenfalls errichtet hat. Und in den alten Zeiten sind die Menschen durch sie gereist. Dann haben wir hier noch einen NPC, mit dem wir sprechen können. Monster, überall im Dorf. Sie verbrennen oder töten alles, was ihnen im Weg ist. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das Chaos und die Zerstörung, das ist einfach alles zu viel für mich. Gut, dann haben wir das Dorf einmal komplett erforscht. Und ich möchte euch jetzt aber noch eine Neuerung zeigen, also alle Titan-Quest-Veteranen, die die Anniversary-Edition noch nicht kennen. Wir können jetzt hier weitergehen. Und dann kommen wir zum Tempel aus dem Intro-Video, ja, wo die gegen diese Medusa da gekämpft haben. Naja, eine Gorgonen war das ja, nicht Medusa. Und wo der Telkine da noch aufgetaucht ist. Ja, wir werden auch hier einmal alles schön aufdecken. Hier vorne haben wir eine tolle Sitzecke.
Und wir können da natürlich auch reingehen. So, hier liegt die Gorgonen, ja, die von der Statue erschlagen wurde. Hier haben wir noch drei versteinerte Krieger. Man hat aber nur gesehen, wie der eine versteinert wurde, der auf dem Boden liegt, ne? Die anderen beiden. Naja, egal. So, hier ist dann eine verzierte Bronzetür, die wir öffnen können. Und dann sind wir hier im Tempel des himmlischen Pakts. Das ist ein Buff-Tempel. Hier kann man, auf der Seite haben wir jetzt hier... Oder nee, wir fangen mal auf der Seite hier an. Auf der Seite haben wir jetzt hier die ganzen Fackeln, mit denen wir Flüche aktivieren können. Das sind die Buffs, die uns schwächen. Auf der anderen Seite dann die entsprechenden Gegenstücke, womit wir die wieder deaktivieren können. Und hier haben wir den Segen der Reinigung, der quasi alles auf einmal wieder deaktiviert. Ne? Hier ist unsere persönliche Truhe, das ist nichts anderes wie der Karawanentreiber. Und was haben wir hier? Altar der Erlösung. An diesem heiligen Ort kannst du himmlisches Elektrum gegen eine Kugel deiner Wahl eintauschen. Ja, das können wir dann hier machen. Wenn wir nämlich diese Flüche aktiv haben, bekommen wir Heldenmut. Das ist dieses Elektrum. Und, oder war das anders? Nee, genau. Hier können wir das eintauschen. Ihr seht, hier brauchen wir 100.000 für. Das ist eine ganze Menge. Die Preise waren vor dem letzten Update noch etwas geringer. Ohne Aktivierung dieser Flüche würden wir gar nichts sammeln. Ja, dieser Heldenmut wird hier angezeigt. Der bleibt dann auch immer bei 0. Und ich habe vor, Zauberschreine. Schreine geben temporäre Bonusse, wenn sie darauf klicken. Manche bieten Heilung, andere erhöhen ihre Geschwindigkeit. Ich habe vor, mit allen 8 Flüchen aktiv zu spielen. Das erhöht zusätzlich nochmal den Schwierigkeitsgrad enorm. Ob ich das durchhalte bis zum Ende, weiß ich nicht. Hier kann ich euch auch nochmal zeigen, was sie machen. Verringert unsere physische Resistenz. Verringert unsere Resistenz gegen Blutungen. Vitalitätswunden, nochmal Vitalitätswunden. Resistenz gegen Durchschlag, Resistenz gegen Blitze, gegen Kälte und gegen Feuer. Also eigentlich so ziemlich alles, was es da so gibt. Ne? Hier seht ihr es auch, minus 100%. Minus 50%. Und hier haben wir auch alles auf minus 50%. Das ist, ja. Als wenn man legendär jetzt hier schon quasi auf Level 1 spielt, ne? So, dann ist hier noch ein geheimer Eingang. Das habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Da kommen wir in einen weiteren Bereich des Tempels. Hier kann man nichts öffnen, mit nichts interagieren. Komischerweise. Ja, also ich weiß auch nicht, wozu das hier dient. So. Dann haben wir hier so eine große Kammer. Hier steht noch eine Statue. Aber hier können wir auch überall nichts machen. Und dann wollte ich bei der letzten Erkundung hier schon wieder rausgehen. Bis ich dann gesehen habe, Mensch, da drüben sieht es ja so aus, als wenn man da langlaufen kann. Und ich habe einfach nur mal aus Langeweile darauf geklickt. Und ihr seht, der Charakter läuft hier über den Abgrund. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das wirklich so gewollt ist. Aber wir kommen jetzt hier in einen weiteren Bereich. Erstmal hier schnell noch die Karte komplett erforschen. Ich mag es immer nicht, wenn man da noch irgendwo graue Ränder hat. Und hier haben wir eine Truhe und farbige Schildkröten. Also, naja, was heißt farbige? Ich glaube, manche haben eine Farbbezeichnung. The Fay of Epic Turtles. Authentiste Turtle. Malgardian the Tortoise. Vagi the Tortoise. Medea the Snapping Turtle. Und Cavaliro the Baby Turtle. Außerdem hier noch Zuddy the Kraken. Und ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen soll. Ja, man kann sie anklicken. Aber da passiert nichts, ne? Also vielleicht auch eine gewisse Reihenfolge, keine Ahnung. Und dann gibt es hier eine Truhe. Ich werde mal die Krake. Vielleicht hat das ja Auswirkungen auf die Truhe. Nö. Erfordert Stärke 80. Also wir haben hier eine ganze Menge Gold, das ist cool. Aber ansonsten, die Gegenstände waren bei mir bisher auch immer normal. Also nichts Besonderes. So,
Um hier wieder rauszukommen, müssen wir dann hier drüben natürlich wieder raufklicken. Ja. Also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich mit diesen Schildkröten und der Krake da anfangen kann. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur ein Easter Egg. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt werden wir mit unserem Abenteuer loslegen. Ich werde die Sachen noch schnell verkaufen, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Endlich wieder Sonnenlicht. Dann müssen wir uns mal um den Schamanen kümmern. Meine Klingen sind sehr hilfreich, wenn man in der Klemme steckt. Ja, das glaube ich gern. Haben wir hier vielleicht schon... Ja, wir haben hier Zauberstäbe, die ich nutzen kann, aber die sind nicht sonderlich hilfreich. Gut, dann werden wir erstmal nochmal wieder ein paar Tränke kaufen hier. Auf Wiedersehen. Und los geht's. Wir müssen ein Dorf retten. Hier liegt doch schon wieder eine Fackel, ne? Habe ich den Beutefilter schon wieder falsch eingestellt? Beutefilter, kaputtes Filter. Ne, der ist richtig. Also, gut. Spiel fortsetzen. Ackerland von Helos. Karten. Wenn Sie die Gegend erkunden, können Sie die Kompasskarte und das Kartenfenster benutzen, um Aufgaben, Ziele, Händler und Eingänge ausfindig zu machen. Die Kompasskarte findet sich in der rechten oberen Ecke. Das ist die hier. Öffnen Sie das Kartenfenster mit der entsprechenden Schaltfläche am unteren Bildrand. Achso, ich vergesse immer, dass ihr meine Maus nicht sehen könnt. Sorry. So, eine Keule. Ja, alles nichts Besonderes. Das normale Kartenfenster haben wir übrigens hier, ne? Kann man auch schön rauszoomen. Zur Erntezeit geht das ganze Dorf auf die Felder. Das Getreide muss eingesammelt und ordentlich verstaut werden. Wir bringen Demeter, der Göttin des Ackerbaus, ein Opfer. Sehr löblich. Ja, die Erfahrungsleiste füllt sich langsam. Aber davon werde ich nicht viel haben. Ach du Schande. Ja, also so viele Gegner jetzt hier am Anfang und dann noch mit den Flüchen kann schnell mal meinen Tod bedeuten. Ja, und so wie der Tempel des himmlischen Pakts am Anfang, hoffe ich einfach mal, dass hier noch andere Gebiete irgendwie überarbeitet wurden, sodass man auf der Reise hier noch hier und da was Neues entdecken kann, ne? So, eine Stufe aufsteigen. Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Jedes Mal, wenn Ihr Charakter eine Stufe aufsteigt, erhält er Fähigkeiten und Attributpunkte.
Öffnen Sie das Fähigkeitenfenster, Taste S, um die Fähigkeitenpunkte zuzuweisen. Öffnen Sie das Charakterfenster, Taste C, um die Attributspunkte zuzuweisen. Ja, haben wir hier. Hier können wir jetzt 2 Punkte ausgeben, aber wir bekommen dann eben hier jetzt beispielsweise 40 dazu. Und bei den normalen Körperattributen bekommen wir 4 Punkte pro ausgegebenen Punkt. Ne? So, und dann gibt es noch das Fähigkeitenfenster. Da muss ich jetzt mal gucken, das ist hier. Da können wir jetzt die Meisterschaften auswählen, aber da habe ich ja gesagt, das mache ich erst, wenn wir den ersten blauen Gegenstand gefunden haben, der dann entscheidet, was wir werden. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Fackel gefunden, aber wir haben schon die stärkere Version. Wälder von Helos. Schade, ich habe gedacht, hier ist ein Höhleneingang. Das sah gerade so komisch aus. Da oben ist er schon, der Saturn-Schamane. Der haut aber rein mit seinen Angriffen, ne? Noch mehr kannst du nicht tragen. Tja, mein Inventar ist voll. Auch noch bekannt aus Grimdawn. Wie oft ich da immer ins Lager zurückrennen musste. Besuchen Sie einen Händler. Wenn Ihr Gepäck voll ist, können Sie einen Händler aufsuchen und Gegenstände verkaufen, die Sie nicht benötigen. Händler gibt es in allen Städten. Halten Sie auf der Kompasskarte oder Ihrem Kartenfenster nach dem entsprechenden Symbol Ausschau. Tja, das machen wir jetzt auch gleich mal. Portalstein, mit einem Linksklick können Sie genau wie bei anderen Portalen die Portalkarte öffnen. Wählen Sie dort ein Ziel aus, zu dem Sie sich teleportieren möchten. Dieses Portal bleibt für Sie und alle anderen Mitglieder Ihrer Gruppe geöffnet, bis Sie sterben oder durch dieses zurückkehren. So, das ist hier dann die Kompasskarte. Ja, hier werden die ganzen Ländereien der verschiedenen Akte nachher aufgelistet. Willkommen. So. Erstmal durchgucken, dass wir jetzt hier nicht aus Versehen was Gutes verkaufen. Also hier haben wir Rüstung, Energieregeneration und Blitzwiderstand. Außerdem auch noch Energieregeneration. Das ist ganz hilfreich. Den Schild können wir... Nee, dafür brauchen wir Stärke. Das können wir ja nicht leveln. Der hat auch noch nichts Neues. Helm könnte ich mir jetzt hier kaufen mit... Obwohl, der hier hat 10 Rüstung, ist sogar noch ein bisschen besser.
Setzen Sie Ihre Attribut- und Fähigkeitenpunkte ein. Sie haben ungenutzte Attribut- oder Fähigkeitenpunkte. Attributpunkte können Attribute wie Gesundheit, Stärke und Intelligenz verbessern. Fähigkeitenpunkte können eingesetzt werden, neue Fähigkeiten zu erhalten oder vorhandene zu verbessern und um neue Gruppen in einer Meisterschaft freizuschalten. Sie benötigen entweder mehr Stärke oder mehr Intelligenz, um bessere Ausrüstung zu tragen. Ja, danke für die Erinnerung, aber nein, danke. So. Neuen Rüstung, das ist auch nicht besser. Der hier wäre ein bisschen besser, aber ich habe ja hier schon einen drin, den werde ich dann irgendwann auch tragen. Das Ding haben wir auch. Gut, dann ein Schild könnte man jetzt theoretisch noch nehmen, damit wir wenigstens ein bisschen Schaden abgeblockt kriegen. So. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir die restlichen Gegenstände mal schnell noch holen. So, da haben wir einen Stab. Ja, hier haben wir auch nochmal eine schöne Rüstung mit Blitzwiderstand und Bewegungsgeschwindigkeit. Das werden wir auch aufheben. Giftwiderstand, Energie, Energieregeneration. Hier haben wir Blitzwiderstand. Ja, komm, ist eigentlich Gift oder Blitz? Ich würde mal Giftwiderstand nehmen, ne? Da werde ich die hier vorne dann verkaufen. Oh, und Gold. Das werden wir natürlich nicht liegen lassen. So, ja, ich werde nicht zurücklatschen. Ich werde hier wieder einen Teleport nehmen. Dann geben wir mal unsere Quest ab, ne? Oh, habt ihr was Neues zu sagen hier? Diese Schreine sind sehr alt. Das kennen wir schon. Aber du hast, glaube ich, was Neues zu sagen. Monster! Überall im Dorf! Hallöchen! So. Auf Wiedersehen, mein Freund. Quest abgeben. Du hast den mächtigen Schamanen besiegt? Erstaunlich. Dein heutiger Sieg ist großartig. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leonidas auf. Richte ihm mein Anliegen aus. Er soll uns ein paar seiner Krieger schicken, um uns zu beschützen. Und zwar schnell, bevor wir wieder überwältigt werden. Ja, haben wir nochmal 1000 Goldstücke und ein bisschen Erfahrung bekommen. Gut, so viel jetzt zur ersten Folge. Wir machen uns dann in der nächsten Episode auf den Weg ins spartanische Lager, um General Leonidas nach Hilfe zu fragen. Und ich werde mir dann auch in der Zwischenzeit Gedanken darüber machen, welcher Gegenstand welche Meisterschaft entscheidet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich freue mich total auf Titan Quest. Ich wollte das schon lange mal wieder spielen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, macht's gut.